Hallo und willkommen auf einen Kaffee. Ich möchte heute mal so eine Art Fortsetzung eines der vorangegangenen Videos machen und weiterhin einige interessante Bücher überwiegend eskapistischer Natur vorstellen, so ganz im Sinne der gegenwärtigen Situation. Vielleicht ist da die eine oder andere Inspiration für jemanden, sich mal auf dem Lesesessel zu verziehen und in eine gänzlich andere Welt zu vertiefen, fern der alltäglichen Nöte. Für den Anfang möchte ich mal eine Art Zyklus oder Buchserie vorstellen, die zum Teil ja eigentlich sehr bekannt ist. Und die Rede ist von den Büchern von Martin Cruz Smith und seine Buchreihe oder Romanreihe um den russischen Ermittler Arkadirenko, angefangen mit dem Buch Gorki Park aus dem Jahr 1981. Das ist natürlich ein super bekanntes Buch, das ja auch relativ erfolgreich verfilmt wurde und ist auf jeden Fall ein toller Einstieg in eine sehr interessante Reihe. Was ich an diesen Büchern interessant finde, ist, dass sie ja nur als Verkleidung wie Krimis daherkommen. Denn bei näherer Betrachtung sind es ja eigentlich keine echten Krimis. Es sind vielmehr fortlaufende, zeitgeistige Sittenbilder Russlands. Und das gelingt dem Verfasser sehr gut. Insbesondere nicht nur deshalb, weil er sich ganz gut mit Russland auskennt, sondern weil er diese Bücher über einen Zeitrahmen von nun über 30 Jahren schreibt. Eigentlich sind das 40 Jahre. Und in dieser Zeit, und in dieser Zeit ist ja nicht nur in Russland viel passiert, sondern sozusagen auch im Leben seines Protagonisten, der langsam mit der verstreifenden Ära, in der sich die jeweilige Geschichte abspielt, selbst auch altert und sich auch ändert. Gorki Park war natürlich der Bestseller-Einstieg in diese Reihe. Natürlich wird zu diesem Zeitpunkt der Autor vermutlich nicht gedacht haben, dass das mal eine Reihe wird. Renko ist natürlich ein großartiger Antiheld. Er ist ein Zyniker, er hat einen starken Hang zur Melancholie. Er steht im Schatten seines etwas übermächtigen Vaters, der ein General der Roten Armee, AD, ist. Ich glaube, der Beiname seines Vaters so in der Politszene ist Stalins Lieblingsgeneral, aber auch der Schlechter von der Ukraine. Und das sind ja alles so kleine Details, die die Figur von Arkadirenko sehr durchwachsen und sehr interessant machen. Das Buch wurde ja ein Jahr vor Brezhnevs Tod geschrieben, also es beginnt sozusagen tief in der oder auf dem Höhepunkt der Stagnation, der sowjetischen Stagnation am Anfang der 80er Jahre. Und ja, Renko ist zu diesem Zeitpunkt eine Art Chefermittler der Milizia von Moskau und am Rande des berühmten Vergnügungsparks Gorki Park werden drei Leichen gefunden. Und so beginnt er zu ermitteln und beginnt damit eine Reise durch die korrupte Unterwelt der Sowjetunion. 8 Jahre später schrieb Martin Cruz Smith die Fortsetzung mit dem Titel Polar Star. Das ist möglicherweise mein Lieblingsbuch aus dieser Reihe, aber ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher. Infolge seiner Ermittlungserfolge beim Gorki Park wird Arkadirenko aus dem Dienst der Moskauer Milizia gefeuert. Und da der KGB ihm so ein bisschen im Nacken ist und ihn töten möchte, verdingt sich Renko mit allerlei niederen Tätigkeiten in allen möglichen Ecken der Sowjetunion, in Sibirien. Seit dem Kriminalfall vom Gorki Park sind ja eben schon 8 Jahre vergangen und das politische Klima in der Sowjetunion ist so richtig in Bewegung geraten. Renko verdingt sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Fishtrawler, wo er Fische ausweidet. Und dort wird eines Tages die Leiche einer Frau in den Netzen
entdeckt und sie ist Teil der Besatzung einer dieser Fishtrawler. Und der Politoffizier an Bord des Schiffes, das Polarstar heißt, der Politoffizier legt Renko sozusagen symbolisch die Pistole auf die Brust und zwingt ihn, seine Fähigkeiten auszuspielen und eben an Bord des Schiffes den Mörder zu suchen und zu ermitteln. Das ist also eine sehr reizvolle Detektivgeschichte, denn wir haben hier sozusagen diese begrenzte Umgebung eines Fishtrawlers, ein enges, rostiges Universum voller verdächtiger, zwielichtiger Charaktere. Und Arkadi Renko muss natürlich hier gegen alle Widerstände ermitteln und den Mörder suchen. 1992 erschien dann das Buch Red Square, auf Deutsch Das Labyrinth. Dieser Roman spielt sich im Sommer 1991 ab und somit inmitten des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Unter Gorbatschow wurde Renko sozusagen rehabilitiert und ist wieder im Dienst der Moskauer Miliz. Und hier erlebt er die explosionsartige Ausbreitung der russischen Mafia, des organisierten Verbrechens, aber auch den Aufstieg der Oligarchen. Und seine Reise führt ihn hier sogar nach München, in das relativ frisch wiedervereinte Deutschland und von dort auch nach Berlin. Die Detektivgeschichte hier hat viel zu tun mit Kunsthandel. Das ist das zentrale Thema hier. Aber wie gesagt, es wird immer schnell deutlich, dass der eigentliche Kriminalfall auch so etwas leicht Hintergründiges hat. Denn im Vordergrund steht eigentlich der Protagonist Arkadi Renko und wie er auf seine Heimat blickt und mit ihr interagiert. Es ist also vielmehr der Versuch eines zeitlich genau platzierten oder angesiedelten Sittenbildes von Russland. Etwas aus der Reihe schlägt dann der vierte Band Nacht in Havanna. Im Original Havanna Bay wurde 1999 geschrieben, also dann schon im Ausklang des Jahrhunderts. In der vierten Geschichte erleben wir Renko sehr nihilistisch und sichtlich depressiv am Ende der 90er Jahre. Der Weg führt uns nach Kuba, den einst so eifrigen Bündnispartner der Sowjetunion. Und hier muss sich Renko sozusagen mit den lokalen Verhältnissen arrangieren und wird natürlich in einen Kriminalfall verwickelt. Und dieses Buch ist also mehr nach dem Prinzip eines Fish out of water geschrieben. Renko ist sozusagen fern seines Elements und muss eben mit den Widrigkeiten und Sprachschwierigkeiten seiner Umgebung zurechtkommen und wird eben auch in eine Ermittlung hereingezogen. Das Buch hat also mehr eine tropische, melancholische Stimmung und unterscheidet sich damit ein wenig von den anderen Romanen, die alle etwas vom kalten russischen Wind umweht sind sozusagen. 2004 erschien dann der Band Wolves Eat Dogs, der hier in Deutschland Treue Genossen heißt. Das ist also dann schon der fünfte Arkadi Renko-Roman. Hier sind wir zeitlich bereits in die Wladimir Putin-Ära gekommen. Der einst junge Inspektor aus der Zeit von Gorki Park ist ja inzwischen schon durchaus etwas älter geworden und Russland ist ein ultrakapitalistischer Staat geworden, der auf den ersten Blick nur wenig Ähnlichkeiten hat mit der Welt, in der Renko groß geworden ist. Und als ein Oligarch unter mysteriösen Umständen stirbt, führt die Spur in die Ukraine, nach Pripyat, also in die Todeszone um Tschernobyl. Und das ist dann sozusagen das zentrale Thema dieser Geschichte. 3 Jahre später folgte dann Martin Cruz Smith mit dem nächsten Roman Stalins Geist, im Original ebenso Stalins Ghost genannt. Damit sind wir wieder zurück in Moskau. Die sechste Geschichte führt uns durch eine Ermittlung, die im Zusammenhang mit der russischen Armee steht und den Tschetschenienkrieg.
Wie gewohnt bringt sich natürlich der zynische Inspektor Renko in allerlei Schwierigkeiten mit seinen Vorgesetzten. Das ist ja so eine Art zentrales Thema bei ihm. Nur 3 Jahre später war dann der 7. Roman dran. Im Original Three Stations, auf Deutsch die Goldene Meile. Damit sind wir schon am Anbeginn der 10er Jahre. Das ist eine verwobene Geschichte, die uns durch die Straßen Moskaus führt, aber auch durch U-Bahn-Schächte und die Welt von Jugendgangs und Prostituierten. Und der Ermittler Renko eckt erneut bei seinen Vorgesetzten während seiner Ermittlung. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das hier keine Actionromane sind, sondern teilweise sehr ruhige und sehr melancholische Betrachtungen einer Welt, die uns hier möglicherweise relativ fremd ist, über die wir aber die Tendenz haben, viel zu reden, nicht wahr? Also ich finde das insofern spannend, als dass Russland ja zu einem politischen Kampfbegriff geworden ist heutzutage. Aber man trifft ja relativ wenig Leute, die jemals zum Beispiel in Russland gewesen sind oder sich dort eine Weile aufgehalten haben, um wenigstens ein Gespür für die alltäglichen Verhältnisse des Landes zu bekommen. Ich war ja vor vielen Jahren eine Weile in Russland, in Sankt Petersburg, und allein so ein relativ überschaubarer Besuch prägt einen in gewisser Weise, weil man auf diese Weise ein Verhältnis dazu gewinnt, wie der Alltag und das Leben der ganz normalen Leute in diesem Land einzuschätzen sind. Und man braucht gar nicht auf die Idee kommen, dass Martin Cruz Smith irgendeine Art Putin-Versteher ist oder was auch immer man unter diesem Begriff meinen möchte. Das ist einfach nur jemand, der Russland ganz gut kennt und der natürlich eine Passion für das Land hat. Und das macht ja dann diese Serie doch eigentlich auch sehr interessant, da man sich durch diese Lektüre ja auch ein wenig dem Polarisierungsversuch entzieht, der ja darauf abzielt, dass man kategorisch alles, das mit Russland zu tun hat, einfach schlecht zu finden hat, weil das ist ja der Gegenwartszeitgeist, das ist ja die augenblickliche NATO-Doktrin. Und das ist natürlich vollkommen undifferenziert, denn es ist ein Unterschied, ob man massive Probleme mit einem Super-Oligarch und Diktator wie Putin hat oder ob man einfach nur slawophob indoktriniert ist. Und für viele Leute heutzutage, gerade hierzulande, vermischt sich ja diese Grenze auf eine recht geschmacklose Art und Weise. Aber kommen wir noch zum nächsten Roman, vorerst dem letzten. 2013 folgte die Erzählung oder der Roman Tatjana. Das ist der 8. Krimiroman mit Arkadi Renko. Und hier geht es um eine ermordete Journalistin und einen erschossenen Mafia-Milliardär. Und Renko muss zunehmend erkennen, dass das neue Russland unter Putin nicht weniger korrupt ist, als es damals die alte Sowjetunion war, in der Ära der Politbonzen. Und das ist sicherlich auch eine der Botschaften dieser Geschichte und dieser Kriminalstory. Inzwischen gibt es einen weiteren Roman, der bis jetzt nur auf Englisch erschienen ist, mit dem Titel The Siberian Dilemma. Der kam letztes Jahr raus und natürlich warte ich darauf, bis der auf Deutsch erscheint, damit ich mir das Buch kaufen kann. Ich könnte dann natürlich ja auch auf Englisch lesen, aber auf der anderen Seite habe ich sowieso mehr als genug auf Deutsch zu lesen gegenwärtig. Und die andere Sache ist ja eher, dass ich ungern zwischen den Sprachen hoppe, wenn es um eine Reihe oder eine Serie geht. Ich lese sonst ganz gerne auf Englisch, aber wenn ich eine Reihe in einer bestimmten Sprache gelesen habe, dann ist das auch eine Art von Diktion, an die man sich gewöhnt hat, und dann bleibe ich ja lieber dabei. Das war also Arkadi Renko und Martin Cruz Smith. Bis jetzt 8 Romane, die allesamt natürlich von vorn bis hinten die Seele Russlands atmen. Ich bin ganz sicher, es gibt tausende russische Publizisten, die da nur abkotzen und der Meinung sind, dass naja, dass sich ein Amerikaner nicht anmaßen sollte, irgendwas über Russland zu schreiben oder zu behaupten, da irgendwas davon zu verstehen und so weiter. Aber das ist ja immer die gleiche Geschichte. Ich bin ja zum Beispiel
ein großer Fan von dem Film Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Unbearable Lightness of Being, ich glaube von Philipp Kaufmann. Das ist allerdings eine Verfilmung eines Romans von des tschechischen Schriftstellers Milan Kundera. Und was ich mir da schon alles von meinen Landsleuten anhören musste, wie die sich über den Film auskotzen, so nach dem Motto, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun und der Film ist ja eine totale Verzerrung und so sind die Tschechen nicht und bla bla bla, ist alles totaler Quatsch. Und der Film ist wunderbar und ich finde, es ist ja geradezu verdächtig, mit welcher Präzision und mit welcher punktierten Genauigkeit er eigentlich die Seele einer kleinen Nation einfängt. Und es kommt vermutlich nicht von ungefähr, dass Milan Kundera als Schriftsteller veranlasst hatte, dass dieser Roman, den er auf Französisch geschrieben hat im Original, dass der niemals ins Tschechische übersetzt wird. Das hat er einfach verboten. Und die Geste sagt schon einiges aus. So, machen wir mal weiter. Ich gieße hier Kaffee in mich so rein, als würde ich irgendwie dafür von irgendeiner Kaffeefirma bezahlt werden. Ist aber nicht der Fall. Jetzt dachte ich mal, gehen wir mal ganz weit weg von Russland und den kalten Wintern in Moskau und begeben wir uns ganz tief in den Eskapismus. Ich habe ja zwei Romane, die mir so ganz zufällig in die Hand fielen, während ich hier so meine Kisten durchging. Und es war sofort zu merken, dass beide Bücher, obwohl sie miteinander überhaupt nichts zu tun haben, ein bisschen komplementär sind, weil sie einen ähnlich gearteten, sehr eskapistischen Topos bearbeiten. Und das ist die Idee einer asiatischen Piratenchefin. Und zwar, es geht das Buch von Robert H. Sperling oder wahrscheinlich Robert H. Sperling. Ich glaube, das ist in Deutschland mit dem Titel Piratin Fu. Das hatte ich irgendwann mal in einem Antiquariat gekauft. Das ist ein vollkommen unbekanntes Buch. Aber was ich interessant fand, ist, dass, obwohl es ein Roman ist, ist das ja vollgepflastert mit authentischen Fotos aus der Zeit, in der sich diese Geschichte abspielen soll. Also 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und ja, alles mehr so Stimmungsbilder aus dem chinesischen Meer. Aber ich fand ja sowas fantastisch. Und da kann ich ja nie Nein sagen. Hab so eine Art Filmemut fast. Das Interessante ist ja, dass das Konzept einer chinesischen Piratin ja nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Also es gab ja am Anfang des 20. Jahrhunderts zumindest zwei bekannte Fälle von weiblicher Piraterie. Einmal in den 20er Jahren war es eine Dame mit dem Namen Hon Chol Lo, die das chinesische Meer mit einer ganzen Flotte aus Dünken unsicher machte und Frachter überfiel und sozusagen da ihr Unwesen trieb. Und in den 30er Jahren ist es Lai Shou Zhen, also die ist ja noch bekannter geworden, auch besser bekannt als Madame Lai. Und das hat natürlich weit weg im Westen, in Europa, aber auch in Amerika natürlich die Fantasie beflügelt. Das ist ja diese Mischung aus Orient und aggressiver Weiblichkeit und das hat ja alles so etwas unterschwellig Sexuelles natürlich. Die Realität um diese beiden genannten Damen wird wahrscheinlich extrem anders sein und nur wenig Ähnlichkeit mit dem Schund zu tun haben, der darüber dann natürlich in irgendwelchen Schreibstuben Europas und Amerikas geschrieben wurde. Echtes Groschenroman-Thema. Aber damit kommen wir zu dem zweiten Buch, und zwar der Roman Madame Lai, geschrieben von dem berühmten Drehbuchautor Donald Cammell und keinem geringeren als Mr. Marlon Brando. Und das hier ist ein Buch, das irgendwie vor 15 Jahren, glaube ich, die Mare herausgebracht hat, also der Zeitschriftenverlag Mare. Und das ja so ein bisschen eine Art literarisches Happening ist. Das erkennt man schon daran, dass die ersten 60 Seiten komplett von Truman Capote geschrieben sind, der in jener Zeit, als dieses Buch geschrieben wurde, Marlon Brando gesucht und aufgesucht hat und mit ihm ein langes Interview führte und dann hier sozusagen seine
Erfahrungen aus dieser Zeit und seine Begegnung mit dem unangepassten, schwierigen Schauspieler reflektiert. Die Story dahinter ist ja teilweise wahrscheinlich fast interessanter als das Buch. Da geht es ja darum, dass eben Campbell und Brando sich mit vielen Kisten rum auf Brandos Insel zurückgezogen haben und dort einfach einen Piratenroman ausgeheckt hatten über einen Protagonist, der ganz eindeutig eine Art alter Ego von Marlon Brando sein soll. Deswegen auch diese fast schamlos anmutendes Titelbild, das natürlich den jungen Brando zeigt, aber das war eigentlich ganz im Sinne des Schauspielers. Da geht es darum, dass ein Seekapitän für mehrere Monate im Gefängnis sitzt und dort einen Piraten kennenlernt, der sich im Dienste von eben Madame Lai befindet, und da entfaltet sich dann eine ganze Abenteuergeschichte, die uns sozusagen durch das chinesische Meer führt. Wunderbarer Schund, ist jetzt keine große Literatur, ist aber auch gar nicht so schlecht geschrieben. Der Wermutstropfen hier bestand eine lange Zeit wohl darin, dass die beiden angesichts der gegebenen Umstände es nicht geschafft haben, das Buch zu vollenden, was überhaupt nicht überrascht. Dafür hatte man dann den Autor David Thompson angeheuert, der auch ein berühmter Filmkritiker ist und Filmhistoriker, und der schrieb dann das letzte Kapitel. Und sicherlich Erwähnung verdient auch eine Dame mit dem Namen Kina Kong, die wohl die Tochter ist von einer von Marlon Brandos asiatischen Geliebten, aber zugleich auch die Witwe von dem besagten Donald Camel. Und ihr ist wohl zu verdanken, dass dieses Manuskript das Tageslicht gesehen hat nach all den Jahren, sodass es veröffentlicht werden konnte. Also das ist mal so eine ganz interessante Story und eigentlich ein passendes Buch für die Isolation. Ich hatte es schon mal gelesen vor vielen Jahren und musste aber zugeben, dass ich keine so starke Erinnerung daran habe. Was aber nicht bedeuten soll, dass es nicht unterhaltsam war. Und hier passen dazu ein Jugendbild von Marlon Brando, das ich in das Buch gelegt gefunden habe, muss ich irgendwann mal in den vergangenen Jahren dort als Lesezeichen reingelegt haben. So viel also zu dem Thema. So, was kann ich euch noch zeigen? Ja, interessant wäre mal das hier. Also wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchte, dann kann man sich ja mal mit einer Juxtaposition, mit einer literarischen Gegenüberstellung beschäftigen. Und zwar mag es ja relativ spannend sein, diese beiden Romane nacheinander zu lesen, sozusagen komplementär, weil sie in ihrer Aussage vollkommen entgegengesetzt sind. Und da ist man dann natürlich gefordert, sein eigenes Weltbild anhand dieser Bücher zu prüfen. Was meine ich damit? Ich rede von dem Buch Zwei Jahre Ferien von Jules Verne, hier in einer recht charmanten tschechischen Ausgabe aus der Nachkriegszeit. Toll illustriert. Und demgegenüber steht natürlich das Buch Herr der Fliegen von William Golding, Nobelpreisträger. Jetzt ist natürlich so, mir erscheint es relativ eindeutig, dass Goldings Roman Lord of the Flies eine ganz klare Antwort ist auf Zwei Jahre Ferien von Jules Verne. Ich weiß nicht, ob das jemals in voller Aussagekraft so gedeutet wurde, aber für mich war das, als ich Herr der Fliegen gelesen habe, war das für mich ganz klar, dass William Golding sich Zwei Jahre Ferien angeschaut hat und einfach der Meinung war, dass das so gar nicht seinem Weltbild entspricht. Denn diese beiden Bücher haben im Grunde dieselbe Story, aber vollkommen entgegengesetzte Schlussfolgerungen. In dem Buch Zwei Jahre Ferien, das Jules Verne 1888, glaube ich, geschrieben oder zumindest veröffentlicht hat, geht es darum,
dass eine Gruppe männlicher Jugendlicher, alles Teenager im Alter irgendwo zwischen 10 und 17 oder 18 Jahren, bei einem Schiffsunglück auf einer einsamen Insel landen im Pazifik. Sie sind ja alle Teil irgendeiner Akademie und hatten ursprünglich vermutlich mit ihren Ausbilder einen kleinen Segelturn geplant und voller Aufregung und Erwartung dürfen sie ja schon am Vorabend sozusagen in den Kajüten des im Hafen liegenden Segelschiffs übernachten. Und am nächsten Tag soll es dann losgehen. Bloß über die Nacht kommt ein relativ brisanter Sturm auf und das Schiff reißt sich los und treibt sozusagen aufs offene Meer hinaus. Und die Jungs tun, was sie können, um irgendwie durch den Sturm zu kommen, aber letztendlich stranden sie inmitten ihrer Robinsonade, die dann 2 Jahre dauert. Und in diesen 2 Jahren erleben wir natürlich einen sehr optimistischen Ausblick auf die Fähigkeit des Menschen, sich in den Augenblicken der Not zusammenzuraufen und mit Einfallsreichtum den Gefahren zu trotzen. Es ist also ein Buch mit einem geradezu anthropologischen Optimismus, der aber typisch für die Aufbruchsstimmung von Jules Verne war. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, dass Jules Vernes Buch nicht unbedingt naiv ist, sondern seine Jungs haben teilweise auch massive interne Probleme und für eine Weile bahnt sich da auf der Insel auch geradezu ein richtiger Bürgerkrieg und die Frage der Nationalitäten ist für lange Zeit sehr, sehr relevant. Doch für Jules Verne ist natürlich Aufklärung keine dünne, anfällige Membran, die sogleich zu korrodieren anfängt, wenn die äußeren Umstände sich irgendwie geändert haben. Und ja, der Misanthrop in mir denkt, dass das vielleicht ein bisschen naiv ist, aber das ist ja auch ein Teil meiner Biografie, dass ich ein Kulturpessimist bin, der sich ständig mit Optimisten umgibt. Herr der Fliegen ist natürlich ganz anders. In Herr der Fliegen überlebt eine Gruppe Jungs, ähnlich gearteter Jungs, einen Flugzeugabsturz auf einer pazifischen Insel. Was dort in kürzester Zeit sich entfaltet, ist eine gruselige Horror-Robinsonade. Dieses Buch hat also eine starke soziologische Betrachtung. Immer wieder hat man versucht, es als eine politische Metapher zu deuten, was meiner Meinung nach nicht funktioniert. Denn worum es Golding geht, ist darauf hinzuweisen, wie dünn eigentlich die Haut des Gesellschaftsvertrags ist, der uns umgibt. Und entfernt man die Puffer einer korrektiven Gesellschaft, einer Gesellschaft, in der man verwalterisch darauf achtet, dass wir uns nicht gegenseitig ständig mit einem Stock den Kopf einschlagen, brechen sich natürlich die Albträume Bahn. Das sind also düstere, abergläubische Urzustände, in die sich diese Jungs in kürzester Zeit begeben. Durch die Abwesenheit von aufgeklärten, lebenserfahrenen Erwachsenen entsteht natürlich ein Vakuum, das ausgefüllt wird mit Aberglauben und kultischen und sehr archaischen Vorstellungen und natürlich einer sehr neodarwinistisch anmutenden Gewalt. Also ist ja ganz klar, was Golding uns hier damit sagen möchte, dass die Gesellschaftsstrukturen, die wir oder unsere Vorfahren sich erkämpft haben, dass die weiterhin mit großer Aufmerksamkeit und großer Behutsamkeit verteidigt werden müssen. Denn offensichtlich braucht es nur ein paar kleine Schritte beiseite über den Abgrund und das alles kann sofort wieder kollabieren und der Mensch stürzt sofort in archaische, gewalttätige Urzustände zurück. Nun, vielleicht beschreibt William Golding, wie wir sind, während Jules Verne beschreibt, wie wir sein sollten. Ich bin nicht der Meinung, man muss sich hundertprozentig dabei polarisieren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass William Golding hundertprozentig recht hat, aber es ist ein komplexes Thema, das natürlich für Stunden debattierbar ist und demgegenüber natürlich allerlei Gegenthesen stehen. Aber es ist hochspannend, ein und dieselbe Geschichte zu lesen, nur zweifach erzählt mit entgegengesetzten Vorzeichen. Das wäre also ein Blick auf Jules Verne, 2 Jahre Ferien und William Golding, The Lord of the Flies. Und so viel dazu.
Was könnte ich euch noch empfehlen? Ach ja, wie wäre es mit einem Comic? Comic, das habe ich noch nicht so gemacht, aber ich will euch mal meinen Lieblingscomic zeigen. Alle denken immer, Tim und Struppi ist mein Lieblingscomic, aber das ist ja also eine Baustelle für sich. Es hat sich ja einfach nur in meinem YouTube-Kanal verselbstständigt. Das war ja gar nicht so als ein derartig pompöses Statement geplant. Das haben irgendwie die Zuschauer so ein bisschen selber erzwungen. Ich wollte eigentlich für jede Tim und Struppi-Folge einfach mal so ein 10-Minuten-Schnellvideo machen und dann schnell weiter. Und inzwischen ist das irgendwie so ein, hat das so ein Leben für sich gewonnen und ich werde wie so eine Art Tintinologe behandelt. Aber es ist ja eher so, dass ich die kantige und etwas undurchsichtige Biografie von Hergé interessant finde, grundsätzlich. Das ist biografisch ein interessanter Typ für mich und daraus leitet sich eigentlich so ein bisschen das Narrativ für diese Serie ab. Aber wenn mich einer fragen würde, was mein Lieblingscomic ist, dann muss ich natürlich sagen, das wäre dann Whiteout. Whiteout von Greg Rucka und Steven Leiber ist, sind zwei Bände. Ich glaube, geplant war eigentlich nur diese eine Geschichte, aber wegen großem Erfolg haben sie dann noch einen zweiten Band nachgelegt. Und Whiteout ist die Geschichte von Carrie Stadko, die ein weiblicher US Marshal ist, der Dienst oder die Dienst auf einer Antarktis-Polarstation tut. Und dort wird sie mit einem sehr mysteriösen Mordfall konfrontiert und weitgehend abgeschnitten von jeglicher Zivilisation muss sie natürlich ermitteln. Und inmitten dieser hartgesottenen Polarforscher nach dem Mörder suchen. Im zweiten Teil wird das sogar noch brisanter, als sich eine Gruppe russischer Elitesoldaten, der Spetsnaz, in den Verlauf der Dinge einmischt und die Ermittlerin sozusagen einer klaren Übermacht gegenübersteht. Und ich mochte immer, wie diese Geschichten gezeichnet waren, in einer großartigen, düsteren, aber eben sehr, sehr hellen, weißen, vereisten Atmosphäre. Da wird also sehr viel mit der Farbe Weiß gespielt, denn große Abschnitte der Handlung spielen sich natürlich auf offenem Eis, in Eisstürmen ab. Aber ebenso großartig finde ich auch die Alltagsatmosphäre an Bord der Polarstation. Ich glaube, bei Polarstation spricht man nicht von Bord, sondern in der Polarstation. Der Comics wurde auch verfilmt, zumindest der erste Band. Wenn ich mich richtig erinnere mit, Gott, wie heißt diese Schauspielerin, die immer so ein Gesicht hat, das man nie wieder erkennt, weil es irgendwie so ein Allerweltsgesicht ist. Wer ist die Hauptdarstellerin aus dem Film Whiteout? Also die Verfilmung war, ich kann euch genau sagen, was mein Problem mit so einer Verfilmung ist. Das ist ja die Dame, die in diesen Underworld-Filmen so eine Vampir-Tante spielt. Ah, wie heißt denn die? Ich habe das auf der Zunge, habe ich's. Wenn ich mal nicht was weiß, dann werde ich so richtig verbissen. Ihr könnt jetzt so richtig sehen, wie mein Gehirn arbeitet und da gibt es nicht viel zu sehen, fürchte ich. Aber ich werde drauf kommen. Oh Gott, wie heißt denn die? Ich kann ja sehr genau sagen, was mir an dem Film nicht gefällt. Und es ist jetzt keine schlechte Verfilmung. Also der Film ist unterhaltsam und ist ein okay Film. Also ich würde gar nicht dazu tendieren, den zu verreißen.
sondern der macht halt seinen Job. Aber etwas daran fällt mir natürlich auf und das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe. Und zwar, Rucker und Leiber haben sich was dabei gedacht, wie sie die Protagonistin darstellen. Carrie Stadko ist keine Schönheit. Carrie Stadko ist cool, aber sie ist eine interessante Frau und kein Modelchen. Und das ist ein wichtiges Element. Und das kriegen die einfach nicht gebacken, wenn sie so eine Sache verfilmen, weil sie dann trotzdem einfach der Versuchung erliegen, die Macher eines solchen Films in die Rolle dann irgend so eine typische Hollywood-Action-Schönheit zu casten. Wie eben diese Schauspielerin, deren Name mir unter keinen Umständen jetzt einfallen mag. Ich konnte jetzt natürlich aufstehen und ganz schnell irgendwo nachgucken. Aber ist ja auch nett, wenn ihr mich mal so direkt vor der Kamera mentale Leiden seht. Aber es ist, ich habe es auf der Zunge, wie die heißt. Und ich wette, die Hälfte von euch weiß es jetzt schon längst. Es kommt nicht. Ich hatte ja schon was Ähnliches in der Richtung erlebt. Ein großartiger Roman, den ich mal vor vielen Jahren gelesen habe, ist Fräulein Smillers Gespür für Schnee von Peter Hoeg. Fröken Smiller, Formel, Schnee vor Schnee. Und das ist natürlich ein Buch, das eine Protagonistin hat, die halbe Inuit ist, ja eigentlich aus Grönland stammt, die vermutlich so aussieht, also ein bisschen pummelig ist, mit wahrscheinlich vielen Sommersprossen und diesem etwas runden Gesicht mit diesen leicht asiatischen Augen. Und das ist auch wichtig, weil sie am Anfang der Geschichte ja auch so ein bisschen wie ein rostiger Nagel aus dieser Umgebung herausragt, in der sie sich da plötzlich befindet, als eine Frau, die auf eigene Faust eigentlich einen Mord zu ermitteln versucht und sich in dieser Welt von Kopenhagen als Migrantin letztendlich sich dort bewegt. Und ja, was haben die dann gemacht, als sie denn das Buch verfilmt haben? Natürlich, sie haben natürlich so eine Hollywood-Tante gecastet, die so gar nichts mit Smilla Jaspersen zu tun hat. Und ich meine, die einzige Person, vermutlich, also rein vom Aussehen her, die einzige Person, die in jener Zeit jemals hätte Smilla spielen können, war wahrscheinlich Björk. Also die als einzige so das Gesicht dafür hatte, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Aber ich merke schon, in dieser Videosession werde ich nicht mehr drauf kommen, wie die Schauspielerin heißt. Aber es fällt mir natürlich auch auf, dass ich mich nicht nur an ihren Namen nicht erinnern kann, sondern dass es mir immer nach all den Jahren immer noch schwerfällt, mich an ihr Gesicht zu erinnern. Ja, aber das tut ja eigentlich auch nicht so viel zur Sache. Auf jeden Fall, wenn man mal ein cooles Comic-Abenteuer aus der Antarktis lesen möchte, dann kann ich Whiteout 1 und 2 absolut empfehlen. Das hier ist eine englischsprachige Version, erschienen bei Onipress, aber ich weiß, dass die Comics wahrscheinlich auch auf Deutsch existieren. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich wäre überrascht, wenn das nicht der Fall wäre, weil das ja eigentlich zwei Bände sind mit einem gewissen Kultstatus. Möglicherweise erscheinen die da auch als ein Band zusammen. Ja, das wär's dann. Und im Hinterkopf brütet immer noch mein Gehirn und nachdem ich die Videokamera hier ausgemacht habe, werde ich natürlich sofort zum Computer rennen und nachgucken, wie diese Schauspielerin heißt. Aber ich komme nicht drauf. Es ist tragisch. Es ist tragisch. Es muss das Alter sein. Naja, darauf trinken wir jetzt einen. See the size on that thing.